Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Wanderer zwischen den Welten. So bezeichnet ihn der eine oder andere. Mein Gast heute, der Chef der Deutschen Energieagentur, Stefan Kohler, ich grüße Sie. Hallo, grüß Gott. Wie kommen die darauf, dass Sie sagen, Wanderer zwischen den Welten? Also wir sind, oder ich bin seit ewigen Zeiten im Thema Energie unterwegs. Ich bin weder parteipolitisch nur auf eine Richtung gepolt, noch sind wir auch, und das ist dann auch so in die Energieagentur mit eingeflossen, noch sind wir nur auf der politischen Seite, noch auf der Wirtschaftsseite. Sondern die Deutsche Energieagentur ist ja dazu gegründet worden, auch ein Bindeglied zwischen Politik und Wirtschaft zu sein. Und wir sind natürlich parteipolitisch neutral. Also ich habe genauso Gesprächspartner in der CSU, CDU, FDP, SPD, bei den Grünen, auch bei den Linken. Aber ich habe eben auch, denke schon, dass ich das so sagen darf, ich bin auch ein akzeptierter Gesprächspartner bei RWE, E.ON oder bei Stadtwerken oder bei Unternehmen, wie die Anlagen herstellen, Viessmann etc. pp. Also deshalb kommen manche auf die Idee, dass ich da unterwegs bin zwischen verschiedenen Welten. Das betrifft diesen Teil, wo ich ein erhebliches Problem hätte, wenn das jemand zu meiner inhaltlichen Positionierung sagen würde. Weil ich denke schon, dass ich bei der inhaltlichen Positionierung seit 1980 sehr klar definiert bin, was ich will, für was ich stehe. Also da wandere ich nicht von einer Position zur anderen, aber im gesellschaftspolitischen Bereich, denke ich, im wirtschaftlichen Bereich, ja, ist es notwendig, dass man Netzwerke bildet, die dann auch funktionieren, damit man Themen umsetzen kann. Ich habe ganz konkret von zwei Freunden in einer unterschiedlichen Situation über Sie was gehört. Einer hat gesagt, hier, das wird ja alles von den vier großen Energiekonzernen finanziert, der wird denen dienen. Und der andere hat gesagt, das ist doch ein Atomkraftgegner. Als der Grossmann den holen wollte, hat der abgelehnt. Wer hat Recht, wer hat Unrecht? Oder ist wieder die Wahrheit irgendwo dazwischen? Also, die Deutsche Energieagentur ist eine von der Bundesrepublik Deutschland und vier Finanzinstituten getragene Institution, also ist unser Gesellschafterkreis. Wir sind keine nachgeordnete Behörde, wir sind eine Firma, die arbeitet, und ich betone es nochmal, unser Auftrag ist, gemeinsame Projekte, ein Bindeglied zwischen Politik und Wirtschaft zu sein. Also unser Auftrag ist sogar, mit der Wirtschaft zusammenzuarbeiten. So, aber was für uns genauso gilt, wir sind eine neutrale Energieagentur. Also wir machen keine Gefälligkeitsgutachten für ein Unternehmen. Natürlich, wir haben auch Aufträge von RWE, wir haben auch Aufträge von E.ON. Wir machen zum Beispiel ein ganz spannendes Projekt mit E.ON in Russland zusammen. Also ja, wir haben auch Aufträge, aber wenn Sie sie mal an Zahlen sehen, wir machen einen Umsatz von knapp über 20 Millionen Euro. Die Aufträge von den großen Firmen, die liegt unter 2 Millionen Euro. Also nicht einmal 10% kommt aus diesem Bereich. Also von daher, A, die Auftragssumme ist nicht so überwältigend, und B, nochmal, und das kann man unserem Gutachten auch ansehen. Ne? Also wir lassen uns nicht beeinflussen vom Auftraggeber, sondern wir haben auch zu Zeiten, wo die Energiewende nicht so akzeptiert war, haben wir Gutachten geschrieben, wo der Atomausstieg als gesetzte energiepolitisches Ziel mitverarbeitet worden ist. Und Sie können verstehen, dass RWE und E.ON und das damals nicht gerne gelesen haben, dass wir atomkritische Positionen vertreten haben. Stimmt das, dass Sie so ein Öko waren und ein Atomkraftgegner früher? Bin ich heute immer noch. Ich wüsste nicht, weshalb ich da meine Meinung ändern sollte. Ja, aber damit Sie es auch verstehen, also ich bin ja Techniker von Beruf aus. Ich war früher mal beim TÜV Bayern, Abteilung Kerntechnik Strahlenschutz. Ich war dann bei der Hochtemperaturreaktorbaugesellschaft in Mannheim, also dem THTR 300, das ist ein Kernkraftwerk in Hamm in Westfalen. Da war ich in der Planungsgesellschaft. So, und damals ist mir bewusst geworden, dass diese Technik risikobehaftet ist, dass wir Alternativen haben. Und dann bin ich eben 1980 von der Hochtemperaturreaktorbaugesellschaft zum Öko-Institut Freiburg gegangen,
Wir haben damals die Energiewende-Studien erarbeitet, wo wir genau ein anderes energiewirtschaftliches und energiepolitisches Modell entwickelt haben, wie unserer Meinung nach eine Energieversorgung ohne Atomenergie und mit weniger fossilen Energieträgern aussehen kann. Also verstehen Sie, also, und ich war dann 1988 war ich in Tschernobyl, war ich eingeladen von damals noch Sowjetunion, eine Ökologiedelegation in die UdSSR. Und ich habe dann Tschernobyl besucht und verstehen Sie, wenn Sie in Tschernobyl sind und das sehen, also dann werden Sie in Ihrer Position nur bekräftigt. Und ich sehe überhaupt keine Veranlassung, auch nach Fukushima, dass ich von meiner kernenergiekritischen Position abweichen sollte. Das finde ich gut. Ich auch. Es gibt da auch von Ihnen den Begriff der Stromlücke. Ja. Das ist im Rahmen, helfen Sie mir mal, das war... Kraftwerkstudie im Jahr 2008. Genau, Netzausbau, Kraftwerks- und Netzwerk... Kraftwerke und Netzausbau, genau. Ja. Genau. Ja, verstehen Sie, und das ist meine Meinung. Wir machen die Energiewende. Energiewende besteht aus Energieeffizienz, also darf man weniger Energie verbrauchen, dass wir immer stärker erneuerbare Energie nutzen. So, und in Deutschland haben wir Wasserkraft, haben wir Biomasse, Photovoltaik und Windenergie. Ein bisschen Geothermie noch, das sind unsere Energieträger. Wasserkraft sind wir fast am Ende, die haben wir schon, die nutzen wir ja schon seit, kann man sagen, Jahrhunderten, 1800 und so weiter oder noch früher. So, und jetzt die neuen regenerativen Energiequellen, Photovoltaik, Windenergie, die haben ein paar Eigenheiten, die man berücksichtigen muss. Also Photovoltaik erzeugt dann Strom, wenn die Sonne scheint. Windenergie, wenn der Wind weht. Das ist jetzt triviale Aussage. Aber wir wollen ja als Industrieland, und das sind auch so, verstehen Sie, das sind einfach so, sagen wir mal, eine Basis, die man akzeptieren soll oder meiner Meinung nach auch muss. Deutschland ist ein Industrieland. 75% unserer Stromversorgung oder Stromverbrauch geht in die Industrie. Und ich denke, auch privat wollen wir schon eine hohe Versorgungssicherheit. Also, dass nicht immer permanentes Licht ausgeht und so weiter. Also, wir müssen sorgen, hohe Versorgungssicherheit. So, und jetzt bauen wir Wind- und Photovoltaik in erheblichem Umfang zu, die praktisch immer wieder wie im Peak reingeht, weggeht. Und dann brauchen wir einen Kraftwerkspark, also konventionelle Kraftwerke, zum Beispiel Erdgaskraftwerke, die dann zur Verfügung stehen, wenn die Sonne nicht scheint und wenn der Wind nicht weht, braucht man konventionelle Kraftwerke, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und da stehe ich auch dazu. Verstehen Sie, Energiewende, das ist ein Weg über 30, 40, 50, 60 Jahre, den Umbau vom heutigen System hin zu einem regenerativen System. Und da brauchen wir für einige Jahrzehnte noch konventionelle Kraftwerke, die eben die Versorgungssicherheit liefern. Weil ich denke, als Industrieland im Herzen Europas sollten wir diesen Anspruch auch nicht aufgeben. Dazu gleich noch zwei Fragen. Also erstmal zu der Studie. Es wurde ja festgestellt, dass es mit rund daran liegt, dass die Kohlekraftwerke vom Netz gehen. Und der Herr Güldner von der Atomlobby, der hat das ja dann dafür verwendet, um zu sagen, wir brauchen neue Kohlekraftwerke, oder? Also unsere Aussage ist, wir brauchen neue konventionelle Kraftwerke. Wir haben nicht gesagt, so und so viel Kohle oder Erdgaskraftwerke. Ja. Das entscheidet der Markt. Ja? Also Kohlepreis, Erdgaspreis, CO2, Zertifikatspreis, das sind ja alles wirtschaftliche Daten. Wir haben nur gesagt, wir brauchen eine Leistung bis zum Jahr 2020, trotz massivem Ausbau regenerativer Energiequellen von ungefähr 10.000 Megawatt. Wir sind damals beschimpft worden von den Umweltverbänden und so weiter. So, ob das Kohlekraftwerke sind, Steinkohlekraftwerke, Erdgaskraftwerke, haben wir nicht entschieden, sondern haben gesagt, das ist eine wirtschaftliche Entscheidung, wir brauchen diese Leistung. Damals sind wir beschimpft worden. Heute, wenn Sie heute die Diskussion anschauen, heute ist breit akzeptiert, dass wir 10.000 Megawatt brauchen. Ja, weil, und das, da muss man dann wieder, sagen wir mal, ein bisschen ins Detail gehen. 2/3 der Kernkraftwerksleistung steht in Süddeutschland. Ja? Bayern, Baden-Württemberg und in Südhessen, Biblis. Ja? Die schalten wir ab. Ja? In diesen Ländern haben wir sehr wenig gesicherte Leistung. Der große Windenergieausbau
findet derzeit im Norden statt. Also Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, zukünftig auch im Offshore-Bereich. So, deshalb brauchen wir erst einmal Leitungen, um den Strom, der dort produziert wird, in den Süden zu transportieren. Wir brauchen aber auch unten im südlichen Bereich Erdgaskraftwerke. Da werden nur Erdgaskraftwerke gebaut, weil der Kohletransport dahin viel zu teuer ist. Erdgaskraftwerke, die Versorgungssicherheit garantieren. Aber das ist was ein Punkt für mich, das ist so, wir müssen ja schauen, dass wir auch wirtschaftlich, technisch, auch von der Akzeptanz der Bürger her, die Energiewende so strukturieren, versorgungssicher, preislich einigermaßen im Lot, von der Umweltseite her sicher und Versorgungssicherheit. So, und das ist unsere Aufgabe. Wir haben damals, wir haben damals die Energiewende geschrieben, wo wir gesagt haben, wir können unseren Energieverbrauch in Deutschland um 50% reduzieren und dann zu 50% regenerativ Energieversorgung. Das war damals eine Revolution. Ja, wir sind beschimpft worden, dass wir nicht rechnen können und so weiter. Heute ist es Realität und jetzt müssen wir schauen, wie wir diese Realität konkret organisieren. Es gibt Unternehmer im erneuerbaren Energiebereich, auch Leute wie Bärbel Höhn, die sagen, wir könnten mehr leisten, auch im Süden Deutschlands. Die ist keine Unternehmerin, sondern ist Politikerin. Ja, da wollen wir schon mal ein bisschen deutlich differenzieren. Ja, aber vielleicht ist die in einem Jahr Umweltministerin, mal drüber nachgedacht. Die Grünen werden ja jetzt gerade alle was. Ja. Und wo soll sie jetzt Umweltministerin werden? Auf Bundesebene. Vielleicht, glauben Sie nicht? Also mein Vertrag endet nächstes Jahr bei der Deutschen Energieagentur. Es ist noch nicht offen, ob er verlängert wird. Dann werden wir sehen, wie die Konstellationen sind. Aber ich will ja nicht über die Personalie Bärbel Höhn reden. Es gibt zumindest sehr viele Leute aus Politik, auch aus Unternehmen, die sagen, wir können dezentral deutlich mehr leisten. Und wir sollten nicht zu sehr den Blick auf Offshore haben. Nein, haben wir ja auch nicht. Nur, verstehen Sie, ja, wir haben im Rahmen der Energiewende eine massive Dezentralisierung. Also ich will es nur mal an zwei Zahlen verdeutlichen. Im Jahr 2000 sind mit ungefähr 1000 Kraftwerke über 50 Megawatt 90% unserer Stromversorgung sichergestellt worden.